So, gut. Da seid ihr ja. Gut. Hallo. Ja, ein bisschen haben wir schon übereinander was erfahren. Nur das Wichtigste, das kenne ich noch nicht. Und zwar, wie ihr miteinander arbeitet. In 2 Stunden kommen 20 Testesser. Bitte organisiert ein 3-Gang-Menü. Ja. Macht das Restaurant fertig, so wie ihr es immer macht. Ich beobachte nur. Mhm. Gut. En garde. Gut. Ja. Los geht's los. Ja. So, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Kürbissorbetten. Mhm. Die hatten wir da von gestern. Okay. Nehmen wir die. Ja. Mhm. Müssen wir nur noch, aber machen wir Tassen, ne? Müssen wir noch ein bisschen, dünner machen. Hauptgang, ein Tisch, soweit wir von der Menge her haben, wäre Entrecôte. Mhm. Weizenrostbraten mit Zwiebeln. Mhm. Salat dazu. Mhm. Ja. Gut. Ja, das hier würde ich auf jeden Fall sagen, die Schokomuffins von mir. Passt. Auf geht's. Los geht's. Nach kurzer Beratung steht das 3-Gang-Menü. Kürbissuppe vom Vortag, Steaks und Ofenkartoffel sowie Muffins als Dessert. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich mal fragen darf? 21. 21? Ja. Und dann schmeißt du hier schon die Küche? Ja, ich schmeiß mal die Küche meistens, aber der Küchenchef ist und bleibt immer noch Gunnar. Gunnar? Ja. Das Küchenchef? Ja. Küchenchef Gunnar hängt an der spanischen Vergangenheit. Köchin Julie an der schnellen Küche. Würdest du denn damit das Essen abschmecken zu Hause? Eventuell. Ehrlich? Natürlich. Nur weil ich Köchin bin, heißt nicht, dass ich alles hier frisch und fertig und was weiß ich was mache. Aha. So sehe ich das. Was meinst du denn, warum Leute zu dir essen kommen? Aus welchem Grund? Weil es schmeckt. Kurz und knapp. Da fehlen mir einfach die Argumente in dieser Diskussion. Chef, kannst du bitte das Fleisch schneiden? Jawohl. Und was soll ich danach machen, Juli? Mit dem Finger in der Nase bohren. Oh nee, aber nicht in der Küche. Nicht schon wieder, wa? Die darfst du aber auch nicht gegen dich haben, oder? Nee, nicht, nee, beide auf einmal nicht. Beide auf einmal nicht, ne? Nee, das ist doch tatsächlich. So schlimm ist auch nicht. Wenn die Juli Pfannen wirft, dann glaube ich auch, ist besser als auf der Kirmes. Da gibt's nichts zum Pfannenwerfen. Gut, ich auch nicht. Wir machen also hier viel Spaß in der Küche. Wir nehmen das Arbeiten ernst. Aber alles andere, was so untereinander passiert, da muss Spaß sein, da muss Freude sein, da muss auch mal ein Joke gemacht werden. Wäre immer ganz gut, wenn du eine richtige Aufgabe hättest, oder? Zum Beispiel mal draußen Laub fegen oder so. Juli, ja? Holst mir mal ein Laubbesen, bitte? Was du verstehst. Juli, ja. Pescado está aquí. Ihr Mensch, wie Deutsch. Wenn die eine Bühne hätten, ne, und würden das irgendwo aufführen, was die hier machen, ne, dann hätten die, glaube ich, mehr Erfolg als mit Kochen. Aktuell ist Julie sowieso mehr mit Aufwärmen als mit Kochen beschäftigt. Die Kürbissuppe stammt vom Vortag und muss für die 20 Testesser nur neu abgeschmeckt werden. Gut, passt. Doch die Harmonie zwischen Chef und Mitarbeitern täuscht. Was geht dir persönlich richtig auf den Geist? Dass wir unser Geld nicht immer so kriegen. Ja, euer was? Unser Geld. Ihr kriegt euer Geld nicht pünktlich? Also seit ich hier bin, hatte ich es einmal pünktlich drauf und das war letzten Monat. Und seitdem habe ich dann immer gestückelt bekommen, da mal 400 Euro, da mal 200 Euro. Ich hatte auch schon mal, dass ich am 22. und 23. mal letzten Restgehalt bekommen habe vom Monat davor. Erst 22 Tage später? Ja, das warte ich jetzt schon. Ja, und was halt einen so ein bisschen ärgert, er weiß halt, Mama und ich sind Familie. Klar, und dass man dann vielleicht auch mal Heiligabend vielleicht mal zusammen frei haben möchte oder auch mal einen ganz normalen. Wieso Heiligabend? Habt ihr Heiligabend keinen frei? Wir haben abends Silvesternparty wieder. Ja, es ist halt dafür, dass die Gehälter nicht immer unbedingt so pünktlich kommen, dass dann wirklich doch ein bisschen mehr verlangt wird, als ne, es auch geben. Weißt du, was ich mache? Hm? Ich werde mit dafür kämpfen und alles dafür tun, dass sich das ändern wird. Hoffentlich. Noch eine Stunde, bis die Testesser eintreffen. Im Service delegiert Annette die Vorbereitungen. 20 Gäste, das muss jetzt auch wirklich schnell gehen, weil die kommen um 6. Ja. Dann deckst du bitte ein. Weiß ja wie. Und nimmst die Servietten, die gelben und den braunen zusammen. Genau. Ich hoffe, dass alles gut geht, glatt geht und die Gäste zufrieden sind. Und ja, wir doch ganz gut abschneiden. Servicekraft Gerti Gerlach deckt die Tische in den verschiedenen Nischen des Restaurants ein. Die Tischdekoration besteht aus gemusterten Tischdecken und Servietten. Mit poliertem Besteck hofft Gerti, bei den Testessern und Frank Rosin zu punkten.
dass der Sternekoch das Essen beurteilt und vor allem auch die 20 Testesser. Da sind wir mal gespannt auf das Ergebnis. In der Küche kümmert sich Köchin Julie um das Dessert. Ich will kontrollieren, was ich hier mache, ne? Ja, genau. Ich kann mich ja erzählen. Die gelernte Köchin will frische Muffins backen und rührt Teig aus Eiern, Mehl, Milch und Schokoladenkuvertüre an. Mutter Gabi kümmert sich um den Beilagensalat. Küchenchef Gunnar kontrolliert lediglich. Alles klar? Auf Halt im Griff? Jetzt ja! Nö, alles gut. Während die Suppe vom Vortag weiterkocht, prüft Gunnar die Ofenkartoffel und schneidet das Fleisch. Zur gleichen Zeit treffen die Testesser ein. Guck mal, da sind ja zwei Schilder. Annette begrüßt die 20 Gäste. Guten Abend. Herzlich willkommen, das ist Virginia Stehlkaus. Guten Abend. Herzlich willkommen in der Witwe Bolte. Guten Abend. Herzlich willkommen, es ist Virginia Stehlkaus, ehemals Witwe Bolte. Guten Abend. Das Durcheinander der Begrüßung setzt sich im Ambiente fort. Die Testesser haben Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Ja, also die Einrichtung finde ich jetzt gar nicht passend zu einem Steakhouse. Ein totales Chaos, finde ich. Totales Durcheinander. Chaos auch in der Kommunikation. Die Information, dass die Gäste bereits eingetroffen sind, kam in der Küche noch nicht an. Die Gäste sind schon da. Aber die wissen es noch nicht. Erst 10 Minuten später gibt Annette in der Küche das Go. Alles raus. Das Testessen beginnt. Doch schon beim ersten Gang stauen sich die Abläufe. Speck als Einlage, Suppe und Kürbiskernöl werden vor dem Servieren in die Tassen gefüllt. Annette und Gerti haben alle Hände voll zu tun. Also die machen jetzt 3 Mann die Suppe. 3 Mann füllen die Suppe ab. Und jetzt staut sich das hier, anstatt der Gunnar sich die Tassen nimmt und auch Service macht, damit das jetzt fließt. Gleich wird sich zeigen, ob sich die lange Wartezeit für die Testesser wenigstens gelohnt hat. Die Kürbissuppe war meiner Meinung nach ein bisschen zu würzig. Also ich würde jetzt wegen dieser Kürbissuppe nicht unbedingt wieder herkommen. Kürbissuppe mit Kürbiskernöl und ausgelassenem Speck. Jetzt bin ich echt gespannt. Duftet schön. Kürbis, Muskat, bisschen Säure, Schärfe und die leichten Specktöne. Für Nase schon mal gut. Aber sie ist leider etwas überwürzt. Die hat da ein bisschen lange gestanden. Als sich das so verzögert hat, ja, die reduzierte und war bestimmt 20 Minuten vorher besser. Das ist eben das Problem, wenn man so viel Leerlauf hat in der Küche und zu viel quasselt. Und was soll ich danach machen, Juli? Mit dem Finger in der Nase bohren. Oh nee, aber nicht in der Küche. Juli, Pescado está aquí. Ihr Mensch, wie deutsch. Aber das, was wichtig ist, ja, darauf wird nicht geachtet. Nämlich in dem Fall die Suppe. Hoffentlich klappt das beim Hauptgang besser. Die Steaks werden kurz vor dem Servieren auf dem Grill gebraten. Um sie gleichzeitig warm anrichten zu können, parkt Julie sie stapelweise im Salamander. Küchenchef Gunnar versucht erneut, mit seinen Kochbewegungen zu beeindrucken. Werden die Testesser diese Leidenschaft auch auf den Tellern finden? Ich hatte meinen Steak angeschnitten und das war von innen noch roh. Das kriege ich nicht runter. Also ich esse einfach kein rohes Fleisch. Medium war ja leider angekündigt und Englisch haben wir bekommen. Von daher sind wir soweit durch mit Essen. Während die Steaks von den Gästen boykottiert werden, will Frank Rosin den Hauptgang kosten. Hoffentlich ist bei ihm das Fleisch besser gelungen. Also die Zwiebeln sehen aus wie getrocknete Würmer. Und dann hier die Steaks. Hier, guck mal, das ist alles noch roh. Hier roh. Nicht 3 Steaks übereinander stapeln und die unter Salamander.
gebe, dann ist ja klar, dass nur das obere Steak Hitze bekommt und die unteren nicht, weil die werden ja von dem oberen Steak abgedeckt und das ist dann in so ein Hitzekatalysator. Also, das ist ja eine Briefmarke. Da kann ich vielleicht meine Schuhe mit besohlen, aber kein West Virginia Steakhouse bekochen. Der Hauptgang ist durchgefallen. Schade, schließlich soll das hier ein Steakhouse sein. Kann der letzte Gang, der frisch gebackene Muffin mit flüssigem Schokoladenkern, das Testessen jetzt noch retten? Das Vanilleeis zumindest hat sich auf dem Teller bereits verflüssigt. Schmeckt es den Gästen trotzdem? Wirklich lecker. Flüssiger Schokokern, den habe ich jetzt nicht da drin gefunden, wie man uns angesagt hat, aber vom Geschmack war das wirklich okay. Und auch Frank Rosin probiert das Dessert von Küchenchefin Julie. Der Teig ist innen noch roh, aber es gibt auch anerkennende Worte vom Sternkoch. Dennoch erstmal großes Lob, dass es sowieso hier etwas Frisches gibt. Sie hat den Teig gemacht, sie hat es allerminüt gebacken. Ich glaube denen das auch, dass sie wollen. Aber das wirkliche Rezept, das haben sie noch nicht gefunden. Da sind sie noch auf der Suche. Zeit für die Bewertung des Testessens. So, ihr Lieben, schönen guten Abend. Hallo. Dankeschön, dass ihr hier als Testesser fungiert. Denn ich brauche eure einzelne Meinung. Und da bekommt ihr jetzt hier diese Karten. Und bewertet bitte Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Ambiente und Service. Jeder Gast soll seine Meinung in einer Punkteskala von 0 bis 10 ausdrücken. Das gibt dem Sternekoch ein objektives Bild der heutigen Leistung des Teams des West Virginia Steakhouses. So. Hier ist die Bewertung. Die werde ich jetzt ausarbeiten. Schön Pilzchen dabei trinken, pennen gehen und morgen machen wir weiter. Schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Ja? Ciao. Ciao. Okay. Tschüss. Ciao. Zum heutigen Testessen kann man sagen, dass es viele Zeitverschiebungen gab, die ich nicht einordnen konnte. Ja, war lang, anstrengend. Ein, zwei Sachen liefen nicht so gut, die anderen Sachen liefen dafür umso besser. Ja, gemischte Gefühle, ne? Wir müssen unbedingt morgen dieses Potenzialkochen machen und gucken, was sie drauf haben. Es ist Zeit zu gehen. Der